So, ihr Lieben, ich habe ja schon auch ein anderes Video mit dem Daily Workout, mit den Kniebeugen und mit dem Mobility Loop aufgenommen für Fortgeschrittene, also wirklich schwer. Jetzt werde ich genau den gleichen nochmal machen. Für alle die, die sagen, Regine, das andere ist mir zu heftig, gibt es das auch etwas leichter. Schaut jetzt genau hin. Und wir benutzen natürlich unseren wunderbaren Feenstock für die Feenübungen. Ich gehe ein bisschen nach hinten zu den Kniebeugen. Ich sage ja, zwing dich täglich in die Knie, ja? Denn sonst zwingen dich die Schmerzen in die Knie. Ja, wie mache ich Kniebeugen mit dem Stock? Ganz einfach. Ich stelle ihn hin und der Po zieht nach hinten, ein bisschen nach unten, als würde ich hier einen Kugelschreiber einklemmen, erinnert euch. Und dann geht wieder hoch. Ich fixiere mich nur ein bisschen am Stock, ich halte mich nicht fest. Dann gehe ich tief und öffne einen Arm. Tief und öffne den anderen Arm. Und tief und einen Arm. Und tief und den anderen, versteht ihr? Und ich kann variieren, tief und hoch und tief und hoch, okay? Und davon macht ihr so viel euch gut tun, denn ihr sollt euch ja verwöhnen mit Bewegung. Jetzt zu dem Mobility Loop. Ihr wisst, der hier, der ist schwer, aber schaut hin. Wir nehmen den Stock an die Seite, dann habt ihr euch was zum Festhalten. Jetzt fange ich an. Nach vorne, winkeln, Seite in den Schneidersitz und der Po wieder nach hinten, schon habt ihr es, okay? Jetzt geht ihr mit Arm, Arm nach oben und wieder zurück. Wenn es möglich ist, greift ihr euch jetzt das Bein ein bisschen hoch, schaut, ob es möglich ist. So, jetzt wechseln wir auf die andere Seite. Ich nehme den einbeinigen Schneider. Der Po geht weg von der Ferse. Okay? Gut. Und jetzt seid ihr fertig. Dreh einmal im Becken. Schlage das Bein nach vorne. Schlage es an die Seite. Und jetzt dasselbe mit dem anderen Bein. So, so. Hinlegen, abstrecken, Fuß greifen, Stock wechseln, am Fußspann greifen, Po weg von der Ferse und jetzt einmal drehen im Becken, Schlag nach vorne, Schlag an die Seite. Wunderbar. Und jetzt macht ihr noch eine Rückwärtsbewegung. Gerne mit dem Stock. Schieb, als wenn dich jemand am Gürtel packt, nach vorne. Steinpo angespannt. Kinn ganz weit runter. Wenn du möchtest, geh ein bisschen in die Hocke, komm mit dem Fersen hoch. Muss aber nicht sein. Reicht so. Und für alle, die es richtig haben im Rücken, machen dann noch so. Oh, richtig schön. Schon seid ihr fertig mit eurem Daily Business oder einem Daily Workout.